Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Scribblenauts Unlimited. So, ich frage mich gerade, was das für ein Klingelgeräusch ist. Hier ist nichts mehr. Ja, dann müssen wir wohl oder übel hier unten lang. Den Alien und die Frau hier hatten wir beim letzten Mal schon geholfen. Den Starrite hier haben wir auch schon gehabt. Cthulhu haben wir auch schon geweckt gehabt. Hier unten ist der nächste Diamant. Den müssen wir aufsammeln. So viel steht schon mal fest. Und dann bringen wir den nach oben, würde ich sagen. Da oben, da wurde der doch auf dem Podest erwartet. So, ich habe keine Ahnung. Irgendwas klingelt hier so komisch, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was das ist. Ich habe hier auf jeden Fall keiner Sache irgendwie die... Ups, was ist denn das da oben für einer? Schnorchel. Okay, ach, das ist die alte, die da unten, glaube ich, eingesperrt war. Kann das sein? Na gut, wie dem auch sei. Gehen wir hier rüber. Hier ist der Geist eines Kapitäns scheinbar. Bin ich mal gespannt, was der von uns will. Gib mir etwas, um Poseidon davon zu überzeugen, dass ich ein gutes Leben geführt habe. Ja, wie wäre es ein gutes Leben? Das hast du bestimmt ein rostige, alte, kaputte Anker. So, du warst ein guter Seemann. Und damit kannst du das beweisen. Oder auch nicht. Okay, was könnte der dann? Der hat natürlich eine goldene Urkunde bekommen. Ein Zertifikat da über sein gutes Leben. Na, auch das reicht scheinbar nicht aus. Gib mir etwas, um Personen davon zu überzeugen, dass ich ein gutes Leben geführt habe. Was hat er? Gib mir etwas zum Regieren des Meeres. Ah, okay, Moment. Dem können wir auf jeden Fall einen donnernden Dreizack geben. Ja, so eine Stichwaffe, bitteschön. Es gibt auch einen Hut, der Dreizack heißt. Kannst du mal sehen. Das wusste ich nicht. Jo, sehr schön. Und schon hat sein Reich hier gleich ein paar schicke neue Korallen bekommen. So, ein gutes Leben hat er geführt. Ja, was ist denn eine Urkunde für ein gutes Leben? Ein gutes Leben hat er geführt. Gib mir etwas, um Poseidon davon zu überzeugen, dass er ein gutes Leben geführt hat. Dann gib die Urkunde halt wieder her, wenn du die nicht haben willst. Er hat ein gutes Leben geführt. Keine Ahnung, vielleicht hatte der viel Geld. Geldsack. Nein, bitte so eine Münztüte. Die ist doch immer noch am coolsten. Das ist auch kein Indikator für ein gutes Leben bei dem. Okay. Dass er ein gutes Leben geführt hat. Jetzt bin ich irgendwie gerade mal wieder, stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Es gibt auch leider keine Tipps. Was wäre denn noch eine Sache für ein gutes Leben? Weiß ich auch nicht. Was könnte der sonst noch haben? Ich mache erstmal die anderen Aufgaben. Vielleicht komme ich dann währenddessen drauf. Da oben ist der nächste Diamant. Sehr schön. Den wollen wir uns auch mal direkt schnappen. So, und dann... Oh, shit. Der Basilosaurus ist sauer auf uns. Na gut, dann machen wir da ein Adjektiv hinzu und dann machen wir einfach mal gelähmter. So, und schon kann er sich nicht mehr bewegen. Haha, kann er mich noch beißen? Ne, der kann ja nicht mehr... Stimmt, der ist ja gelähmt. So, hier kann ich auf jeden Fall schön durchschwimmen. Und dann lege ich hier den letzten Diamanten hin. Und, jetzt sind die nicht mehr versteinert. Baue die Stadt wieder auf. Jetzt sind da unten neue Aufgaben hinzugekommen. So, die Krabbe will auch etwas von uns. Der Einsiedlerkrebs. Mein altes Zuhause ist zu klein. Gib mir etwas Größeres zum Wohnen. Ja, normalerweise würde ich dem ja jetzt eine Muschel geben oder ein Schneckenhaus. Aber nein, der bekommt etwas anderes. Und zwar eine goldene, glitzernde, warme, große
Cola-Dose. Nein, eine Calzone nicht. Dann halt einfach nur eine Konservendose. So, bitteschön. Da kannst du jetzt drin wohnen. Oh, sieht ja nicht schön aus, unser neuer Einsiedlerkrebs mit seinem neuen Eigenheim. So, die Meerjungfrau, gib mir ein Dingsbums von der Welt über dem Meer. Ah ja, das scheint Ariel zu sein. Ein Dingsbums von über dem Meer. Das ist natürlich ein wasserdichtes, blaue, verchromte Telefonhörer. Na gut, dann gibt's halt eine Telefonzelle. Und zwar so eine Telefonkabine. So, bitteschön. Teile von unserer Welt. Sehr schön. Hätten wir das auch geschafft? Will der da hinten? Ne, der will nichts mehr. Aber der Typ, ist es das? Oh, das ist die letzte Aufgabe. Ein Beweis, dass der ein gutes Leben geführt hat. Was ist denn der Beweis für ein gutes Leben? Vielleicht soll ich ihm irgendwie seine Familie? Nee, das macht ja auch keinen Sinn. Ein Beweis für ein gutes Leben. Ja, wir könnten dem kleines Eigenheim. Na, das ist auch kein Beweis für ein gutes Leben, ich weiß ja nicht. Na gut, komm, dann hauen wir das in die Tonne. Oh, der hat auch keine... Gib mir etwas, um Persona von zu... Wie wär's mit einem... silberne Anstecknadel? Dass der sozusagen hier... Ah, dass das ein guter Seemann war. Oh Mann, wie wär's mit Seemannsgarn? eine Seemannmütze. Ja, vielleicht hilft die ihm ja auch. Nein, die hilft ihm auch nicht. Gib mir etwas, um Poseidon davon zu überzeugen, dass ich ein gutes Leben geführt habe. Ja, wie wär's mit Blackjack und Nutten? Na, nee, keine Ahnung. Wir könnten ihm... Machen wir mal reiche, glückliche... Reicht das? Ja! Das hat gereicht. Wir haben ihn einfach reich und glücklich gemacht. Und damit haben wir mal wieder ein Level vervollständigt, liebe Freunde. Das bedeutet für uns natürlich, wir machen uns auf den Weg ins nächste Level. Und zwar geht's jetzt hierhin. Das ist die Rufspitze. Na gut, da bin ich mal gespannt, was uns dort erwartet. 9 Starride-Teile. Oh, hier ist wieder Conan der Barbar mit irgendeiner komischen Göttin am Start. Da sind Ziegen, Wanderer, Leute, die auf Polarbären reiten. Und hier vorne ist direkt eine Starride-Aufgabe. Ja, Leute, das lassen wir uns doch dann gar nicht lange zeigen. 3 Bergsteiger brauchen Maxwells Hilfe, um zum Gipfel zu gelangen. Dann wollen wir doch einfach mal loslegen. Mal schauen, was wir jetzt so machen müssen. Hier ist das Basislager. So. Die wollen jetzt nach ganz oben, lass mich raten. Ach, Herr Jemine, da oben ist der Morgenstern. Also nicht der Morgenstern, den man werfen kann, sondern der andere Morgenstern. So. Diese 3 Freunde besteigen den Berg. Besteige die Felsbrocken, die ihnen den Weg... Achso, beseitige die Felsbrocken. Ja, wie kann man die Felsbrocken beseitigen? Natürlich könnte man einfach mal wieder eine große... Eine große Atombombe nehmen. So, mal schauen. Achso, Moment, das war jetzt nicht so gut. Ja, jetzt muss die nur noch zünden irgendwie. Muss ich die vielleicht von weiter oben runterwerfen? Man weiß es nicht. Oder eine Atombombe kann man nicht zünden. Oder aber ich mache es anders. Ich gebe mir jetzt einfach mal eine Minigun. So, und dann schieße ich hier drauf. Kann ich dann nicht drauf angreifen? Ja, Moment. Lass mich doch erstmal... Wow, shit. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Diese Felsen können mitsprengen. Ja, weiß ich doch. Aber kannst du da mal bitte weggehen? Okay, das Teil kann ich scheinbar nicht so einfach kaputt machen.
Und dann greifen wir die Atombombe halt mal an. Ja, das sieht doch auf jeden Fall schon mal nice aus. Auch du heilige Scheiße. Oh oh. Ist ja lustig gemacht. Wird sogar so hell. Ja, wenn ich den jetzt angreife, dann habe ich wieder ein Problem. Deswegen gehen wir mal hier hin. Ja, quatsch mir nicht voll. Ich mache dir die schon zur Seite. Ich weiß doch auch, wie das geht. So, die Minigun, die richtet's alles. Oh Gott, jetzt schießt er da weiter. Maxwell, hör doch auf. Lass doch die armen Leute in Ruhe. Oh, Mann, 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 ne? Jetzt haben die alle Angst. Oh Gott. Oh, jetzt kommt hier plötzlicher Nebel, oder was? Wer ist das? Thor? Ist es Thor? Die Eisriesen haben einen Sturm verursacht. Erschaffe drei Objekte, die den Kletterern in der Kälte beim Überleben helfen. So, du hörst bitte erstmal auf zu schießen. Weg mit der Minigun. Okay, wir sollen jetzt Sachen erschaffen, die den Leuten in der Kälte helfen zu überleben. Wieso? So, machen wir einfach ein bisschen weiter. Die bösen Eisriesen. So, da gibt es zum einen natürlich die zerrissene kalte Decke. Die zermürbende dann halt, meinetwegen. So, die zermürbende kalte Decke braucht man natürlich. Was braucht man noch? Man braucht ein kleines, dunkles Lagerfeuer. So. Und natürlich braucht man noch was zu essen. Wie wäre es mit stinkende Beeren. Beere. Dann halt nur... Es gibt nur eine Beere für euch. So, die könnt ihr bitte schön gerne essen. Nein, die stinkende Beere wollen sie nicht essen. Dann ist es halt... Dann gibt es eine matschige, reife Banane. Damit die auch, ja, was zu essen haben, wie gesagt. Die wollen scheinbar nichts essen. Okay, dann halt Feuerkälte. Dann gibt es halt meinetwegen noch eine große, schnelle Skier. So, bitteschön. Die könnt ihr anziehen von mir aus. Damit ihr dann schneller durch die Berge wandern könnt. Nein, die Skier verbrennen. Okay, warte. Die haben was zu schlafen. Die haben was zum Feuer machen. Dann gibt es halt meinetwegen noch ein zügiges buntes Zelt. Na, das wollen sie auch nicht. Was hat er für einen Tipp? Jede Winterausrüstung wird uns warm halten. Ja, ich weiß. Ihr habt doch jetzt auch schon was zum warm halten. Ihr habt Feuer, ihr habt eine Decke, ihr habt jetzt ein Zelt auch noch. Was braucht ihr denn noch? Vielleicht einen Schlitten? So, wie wäre es mit dem Schlitten? Kann ich euch den auch noch geben? Ja, die wurde vom Schlitten angegriffen. Vielleicht brauchen die noch eine Waffe. Wie wäre es mit einer Signalpistole? Damit die dann... Okay, wie wäre es mit einem Erste-Hilfe-Koffer? Achso, shit. Das musste man wieder, glaube ich, zusammenschreiben. So, Erste-Hilfe-Kasten. Das meine ich doch. Na, guck mal hier. Das hilft auch nicht. Das ist doch... Wollt ihr mich verarschen? Ihr braucht nichts zu essen. Ihr braucht nichts für medizinische Ausrüstung. Ihr braucht nichts, um euch fortzubewegen. Was ist denn dein Tipp? Gib uns ein Zelt als Unterschlupf. Ja, habe ich doch. Hier ist doch ein Zelt. Oh nein, das Zelt brennt. Moment. So. Hauen wir das Lagerfeuer halt weg. Dann gibt es halt ein... große, warme Zelt. Die wollen das Zelt nicht. Wieso? Wieso nehmen die das Zelt nicht an? Wie wäre es mit einer warmen Tasse Kaffee? Ups, Moment. Eine Taserwaffe, nein. Eine Talsenke braucht ihr, glaube ich, auch nicht. Dann halt einfach nur Kaffee. So ein Getränk, genau, geht doch. So, wie sieht's aus?
Wollen die auch nicht. Esrin haben ein... Ja, weiß ich doch. Drei Objekte, die denen helfen können. Was könnte denen denn noch helfen? Wie wäre es mit Reinhold Messner? Schade, gibt's nicht. Wie wäre es mit einem erfahrenen Bergsteiger? Nein, das hilft auch nicht. Wie heißen denn diese Leute? Wovor haben die denn immer Angst? Vor der stinkenden Beere? Na, ich denke doch nicht. Vor dem Zelt? Ey, vielleicht muss ich die Aufgabe hier neu starten. Irgendwie komme ich jetzt nicht drauf. Wir haben doch ein Zelt, eine Decke, ein Feuer. Was gibt's denn noch? Was brauchen wir noch? Wie wär's mit einer Bergsteigerausrüstung? Backenknochen? Nein, das brauchen wir, glaube ich, eher nicht. Wie wär's mit einem Basislager? Gibt es auch nicht. Okay, wie wäre es dann mit einem Bernhardiner? Ein Berliner, ja. Wie wär's mit einem Berliner? Und zwar mit so einem Krapfen. Ihr wollt mich darauf verarschen. Nein, das hilft auch nicht. Was hilft denn noch? Was hilft denn noch gegen die Kälte? Wie wäre es mit einer warme Winterjacke? Eine Windjacke, meinetwegen. Wollen die auch nicht. So, Moment, dann machen wir mal hier entfernen. Kann die jetzt die Jacke nehmen? Nee. Nee, das klappt nicht. Neustart, komm, wir machen nochmal Neustart. Vielleicht habe ich da irgendwas verbockt, Leute. Wir versuchen es auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal, würde ich sagen. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht es gut. Ciao.